extra nach Weißenheim am Sand gefahren, denn da ist einer unserer bevorzugten Spargelbauern. Und deswegen stehen wir ganz gerne in Kreisstadt am Wohnmobilstellplatz, weil da ist es normalerweise ziemlich ruhig. Du meinst nicht am Wohnmobilstellplatz, sondern am Friedhof. Ja, genau. Da ist es nämlich normalerweise ziemlich ruhig und immer Plätzchen frei, aber wie ihr gesehen habt, es ist alles rappelvoll. Ach so, mit der Dashcam haben wir das, denkst du, dann gefilmt haben wir es ja halt, ja. Und in Bad Dürkheim ist alles voll, es ist überall alles voll. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt suchen wir unser Parkplätzle irgendwo, wo wir uns da ein bisschen einmuggeln können, nur zum Übernachten. Und haben jetzt am Reiterhof in Weißenheim einen Parkplatz gefunden. Und wie ihr sehen könnt, da ist sogar ein Wohnmobilschild. Also das ist sogar offiziell der Wohnmobilstellplatz. Und den haben wir ganz für uns. Die ganze Gegend ist voller Wohnmobile. Und wir stehen ganz, ganz alleine da in Weißenheim, direkt beim Spargelbauern, 3 Kilometer vielleicht weg. Am anderen Ende ist der. Gut, und da werden wir morgen mit dem Fahrrad nämlich hinfahren und uns wieder leckere Spargel holen. Ja, und jetzt fahren wir erst nach Kreisstadt. Dann können wir mal schauen, wie es am Wohnmobilstellplatz, also am Friedhof ausschaut. Wahrscheinlich alles wieder rappelvoll. Und da schauen wir, ob wir einen Saumagen für die Ussi kriegen. Ja, den wollte ich eigentlich schon mal lange mal essen, aber durch die Pandemie, durch Corona, war das Lokal dann immer zu, wenn wir da waren. Und dadurch. Vielleicht kriege ich es heute. Wir kommen nämlich jedes Jahr mindestens einmal hierher, weil hier der Spargel einfach unbeschreiblich gut ist. Also ihr braucht uns jetzt aber nicht schreiben, wo der Spargel noch überall gut ist. Das habt ihr uns nämlich schon im letzten Video geschrieben. Genau. Alle Jahre wiederholt sich zur Spargelzeit. Ja, und wir werden bestimmt auch noch in andere Spargelgebiete fahren und dann diese leckere Spargel ausprobieren. Ja, weil wir mal schauen, ob er irgendwo noch besser ist als in Weißenheim am Sand. Saumagenstube und da hofft man, dass wir einen Saumagen für die Ossi kriegen. Mhm. Bin ich echt gespannt, wie sowas schmeckt. Wollte ich schon lange mal probieren. Und ich esse ja sowas nicht. Mal schauen, was wir für mich kriegen. Hier gilt übrigens immer noch die 3G-Regel. Gut, dass wir auch alles vorbereitet sind. Jawohl. Ja, das ist alles. Ich habe zum Beispiel Zeigen da, da habe ich alles wieder für die Eile. Pelzer rein. Mhm. Kann man gut trinken. Jetzt sind wir dann nochmal in Kreisstadt. Und eigentlich ist es ja gar kein offizieller Wohnmobilstellplatz. Es ist ein ganz normaler Friedhofsparkplatz. Und da stehen die Wohnmobile dicht und dicht aufeinander. Und da, wo wir stehen, das ist sogar offiziell ein Wohnmobilstellplatz, das ist zumindest ein Wohnmobilsymbol. Und da stehen wir alleine. Ja, wir fahren jetzt noch ein kleines bisschen. Wir haben ja jetzt wunderbar gegessen. Das war nämlich herrlich. Wollten wir schon vor 2 Jahren oder ist es schon 3 Jahre her? Ja, letztes Jahr wollten wir da hin, aber da war ja geschlossen wegen Corona. Ja, das habe ich ja schon gesagt, aber ich bin mir jetzt am Überlegen, ob das schon vor 2 oder 3 Jahren. Das war letztes Jahr. Naja, okay, also es ist schon einige Tage her und jetzt hat es geklappt und es war. Die Ossi ist glücklich. Ja, es war lecker. Und Saumagen ist sowas ähnliches wie Leberkäse. Fleischkäse. Wie Fleischkäse, ja. Fleischkäse esse ich sehr gerne, Saumagen mag ich nicht. Er hat es noch nie gegessen, aber er mag es nicht. Ich kenne mich einfach und weiß.
ist eine eigene Logik. Braucht, naja, gibt's keine braucht, Logik. Braucht niemand Leute. Verstehen. Es gibt keine Logik, liebe Leute. Also wir fahren jetzt einfach weiter, oder? Wir gucken dazu, wenn ich sagen, ja. Rum. Es ist wunderschön hier. Alles voll mit Weinreben und die Sonne ist herrlich. Es macht ja, richtig Laune. Falls sie schön, ja. Ja, es, und es macht richtig Laune. Gell? Ja. Und jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen. Ja. Annabelle kommt aus Zypern. Oh, welche nehmen wir noch? Ja, da. Okay. 13 Euro kostet das. Nehmen wir 1,5 Kilo? Ja, das reicht. Ja? 13 Euro. Ja. Ja. Wenn man noch ein Bein nimmt? Der schaut sehr gut aus. Nehmen wir da eine Flasche mit? Ja. Oder will man von vom Chardonnay? Ich würde sagen, grauer Burgunder ist super. Okay. Kartoffeln sind noch keine. Ja, dann müssen wir zum Benni. Ja, genau. Also Spargel essen im März ist kein billiges Vergnügen. Kannst du es bestätigen? Was? Spargel essen im März ist kein billiges Vergnügen. Nein, aber man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Genau. Sind immer sonst so bescheiden. Aber jetzt brauchen wir noch Kartoffeln. Butter brauchen wir auch. Mhm. Ein bisschen Mehl bräuchte ich eigentlich noch. Für was brauchst du Mehl? Für die weiße Soße. Oh, mal gucken, ob wir überhaupt welche kriegen. Ob wir Mehl kriegen. Und entsorgen müssen wir auch noch fahren. Ja, aber... Sonst gibt es halt ohne Mehl. Müssen wir jetzt erst einmal zum Entsorgen fahren, weil die Ursi ohne Maß und Ziel immer duscht. Wieder heim duscht sie. Ist überhaupt nicht wahr. Wassertank ist leer nach zwei Tagen. Nach zwei Tagen ist der Wassertank leer. Wir sind, glaube ich, schon 3 Tage unterwegs. Das ist zu wenig. Ja, sparsam muss man mit Wasser umgehen. Ja, ja. Grüß dich. Ja, ja. Ja, Helle ist mal wieder dabei beim Spargelschälen. Jedes Jahr das Gleiche. Er meditiert wieder vor sich hin. Nur Spargel essen ist schöner als Spargelschälen. Und er lässt sich wunderbar schälen. Heute früh frisch vom Feld in Weißenheim am Sand. Ja, also Pfälzer Spargel. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Also lassen wir mal Helle weiter meditieren. Und dann können wir es nachher genießen. Nehmen wir gar keine Töpfe mehr. Klappt alles, Helle? Ja, ich schau gerade, wir haben kein kleines Töpfe mehr. Ja, soweit schon. Also mit der Soße, da bin ich noch nicht ganz im Reinen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind jetzt 1,5 Kilo Spargel für 2 Personen. Da sollte man schon ein bisschen einen Genuss noch reinzaubern zusätzlich. Aber das wird mir schon gelingen. Vergiss nicht, Weißwein in die Soße reinzutun. Gute Idee, Ossi.
Zu einem guten Essen gehört ein guter Wein. Der muss natürlich auch vorher verkostet werden. Und die Ursi lässt mich nicht alleine verkosten, die verkostet immer mit. Und deswegen haben wir uns auch gleich eine Flasche Grauburgunder mitgenommen. Da wollen wir jetzt mal schauen, der auch was taugt. Zum Wohl. Zum Wohl. Sehr gut. Sehr gut. Passt gut zum Spargel. Ja, Grauburgunder ist und so einer meiner Lieblingsweine. Also das waren wirklich schöne Tage, die wir hier verbracht haben. Aber heute ist ein bisschen Unruhe da, was ich, oder? Ja, es wird halt gearbeitet. Sollte auch noch Menschen geben, die arbeiten. Ja, aber doch nicht so laut. Vielleicht machen wir jetzt eine kleine Radtour. Ja, genau. Sonst sind wir hier sehr gut gestanden. Wir sind wieder ganz alleine. Es ist nichts los. Wunderschön. Und lecker Spargel gegessen. Das Wetter war angenehm. Also, wenn die nicht so laut arbeiten, denn die können doch auch was Ruhiges machen. Was? Wir fahren jetzt ein wenig mit dem Fahrrad. Und ihr dürft mit. Der Frage ist, es eine Freisheim-Fahne ukrainisch oder ist das die Farbe von Freisheim? Hast du die Fahne gesehen? Nee, nicht gewusst. Was ist erschöpft? Ich hab nur zwei. So, wir haben gerade die Auskunft von einer freundlichen Spaziergängerin gekriegt. Das ist die normale Fahne. Die ist nicht ukrainisch eingefärbt. Der ist sicher anbieten in diesen Zeiten. Sogar mit einem F für Frieden. Ist das jetzt die Fussi? Ich habe jetzt nicht meine Frau, wärst du eine Dichterin geworden, oder? Ja. Also wir probieren jetzt mal das Komoot aus. Und es scheint gar nicht so schlecht zu sein. Fussi? Das heißt, wir probieren es aus. Wir haben das doch schon öfters mal benutzt. Ja, aber ja, so richtig noch nicht. Deshalb haben wir uns auch immer verfahren, oder? Ja, ich habe mich da noch nicht so schlau gemacht, aber also bis jetzt läuft es ganz gut. Wir sagen es euch am Schluss, wir haben eine 30 Kilometer Tour vorgenommen und haben jetzt 3,46 zurückgelegt. und machen schon halt am ersten Bänkle. Ja, die Ursi ist halt, die macht halt gleich schlapp. Einfach die Aussicht genießen, ist einfach schön. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. So, und da in der Pfalz ist das Spargelland. Und da kommt daher der Spargel. Ganz schöne Hügelchen. Also ich glaube, da ist noch nichts geerntet worden. Ich glaube, der BVB hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ich habe letztens gelesen, dass das Brot 10 Euro bald kostet. 10,60 Euro. Allerdings habe ich da nur zwei Stückchen Kuchen dabei und eine Stange für die nächste Pause. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie man die Ursi glücklich macht, dann lasst das da mal reinschauen. Da bin ich ja mal gespannt.
Käsekuchen. Aber noch glücklicher macht mich das Körnerbrot. Ich mag kein Kastenbrot. Ich sag ja, dieser Mann ist eine Katastrophe. Dabei ist das so, so praktisch. Hat immer die gleich große Scheibe und sieht ja auch mal gesund aus, gell? Ja, ich mag das nicht, aber der Ossi zuliebe esse ich das. So bin ich halt, ja. Also diese Fahrradzähne zu trennen, ist ja immer wieder Aufwand. So, jetzt machen wir erstmal die Kamera an. Aufnahme läuft. Dann kommt ihr da einmal Ding hin. So, und jetzt fahren wir los. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, Schatzi. Nur ein bisschen, komm, dreh rum. So ist gut. So. Und jetzt muss man natürlich dann auch noch die Kamera ausmachen. Wie das Ganze dann ausschaut, das zeigen wir euch jetzt. Und jetzt gibt es eine Pause. Die haben wir uns jetzt verdient. Das sind fast 30 Kilometer. Genau. So, und mittlerweile sind noch Nachbarn gekommen. Eine Nachbarin. Ja, also brauchen wir uns nicht mehr fürchten. Das war ja jetzt ein Witz, gell? Schön, dass ihr uns begleitet habt auf der Fahrradtour. Mhm. Der Spargel hat auch gut geschmeckt, wir konnten euch leider nichts abgeben. Wenn alles was gewonnen ist, dann zeigen wir es euch, ansonsten verschwindet es im Nirvana, was wir gefunden haben. Ja. Aber ich denke, wir können auch was bringen. Aber jetzt muss ich doch echt noch was sagen, ja, mit unserer Tacho. Ich habe fast 5 Kilometer mehr auf dem Tacho als der Helle. Also irgendwas stimmt da anscheinend nicht und das frustriert mich jetzt eigentlich, weil ich meine, ich bin jetzt über 37 Kilometer gefahren, dabei waren es nur 32 noch was. Also das ist frustrierend. Und zum Trost brauche ich jetzt nachher einfach noch einen Käsekuchen, gell? Oh ja, vorher machen wir uns was Richtiges zum Essen. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, unsere kleine Radtour und unser kleiner Ausflug nach Weißenhain am Sand, freuen wir uns wieder über einen Daumen. Jawohl. Und ja, wir verabschieden uns. Jawohl. Und melden uns bald wieder. Die Entscheidung mit Gustl ist gefallen und das nächste Video zeigen wir euch dann und verraten alles, wie es weitergeht bei uns. Also, und somit sagen wir jetzt einfach ciao. Tschüss.